Hallo liebes Publikum, willkommen zurück bei The Legend of Zelda The Wind Waker HD. In dieser Folge hole ich mir erstmal diesen einen Schatz, den ich beim letzten Mal verkackt habe. Oder auch nicht, weil ich mal wieder direkt dran vorbeigesegelt bin. So ein paar Zentimeter. In dieser Folge werden wir die letzten beiden Dämonte ein Dämons whatever einsetzen. Aber auch zwischenzeitlich mal nach Portemonnaie gehen. Und dann schauen wir einfach mal, wie es dann hier so mit der ganzen Geschichte weitergeht. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, wie lang dieses Spiel ist. Ich habe keine Ahnung, ob ich schon weit bin oder nicht. Ich bin halt jetzt, also wir haben jetzt heute Part 30. Wup, wup. Kann man ja theoretisch sagen hier, yay, keine Ahnung, Meilenstein, 30 Folgen. Bei 50 mache ich einen Backflip oder so. Nein, definitiv nicht. Ich kann keine Backflips machen. Aber ja. So in etwa. Dins Dämon, bleibt noch einer. Sehr gut. Nee. Das mit dem Backflip war jetzt wirklich nur Quatsch. Da habe ich irgendwie einfach nur was gelabert, weil alle immer so irgendwie, ja, wenn dieses Video 1000 Daumen hoch erreicht, dann spiele ich Majora's Mask nebenbei. Das können wir von mir aus machen. Das wird nämlich eh nie passieren. Also nicht zu dem Zeitpunkt, wo ich das jetzt aufnehme oder in naher Zukunft oder so. Nein, nicht das Vieh. Genau, der Fischi. Einmal habe ich noch. Nimm. Ja. Sehr gut. Hey, Jungchen. Ich weiß Bescheid mit der Seekarte. Gib mal her. Genau. Es kursieren Geschichten, dass es in der Schule von Portemonnaie eine bezaubernde, schöne Lehrerin geben soll. Allerdings macht ihr wohl eine Viererbande von vorlauten Rotzlöffeln das Leben ganz schön zur Hölle. Und das täglich. Die Strolche hacken den ganzen Tag irgendwelche Streiche aus und klettern zum Beispiel auf Bäume oder verstecken sich hinter Gebäuden. Eine ordentliche Standpauke brauchen die mal. Schließlich kann einem die arme Lehrerin doch nur leid tun. Das wär's soweit von mir. Okay. Wir kriegen sehr viele Informationen. Nein! Wir kriegen durchgehend sehr viele Informationen zu Portemonnaie. Das ist halt das Interessante. Ich bin halt auch gerade auf dem direkten Weg dorthin. Wie gesagt, ich mache erstmal, bevor ich den letzten Dämon abgebe, noch einen Abstecher nach Portemonnaie. Am besten jetzt, während noch Tag ist. Ich hoffe, es bleibt noch ein bisschen Tag. Einfach, weil wir da ein bisschen was zu tun haben. Zum einen die ganzen Sachen, die uns die Fische gesagt haben. Und zum anderen die Sachen, die ich mir schon gedacht habe, die wir noch so machen. Posttasche abgeben. Der Typ, der die Lichtbilder macht. Also quasi der Fotograf der Insel. Oh nö, jetzt sag mir nicht, dass jetzt gerade, wo ich an Anmarsch zu Portemonnaie bin, es jetzt Nacht wird. Das ist doch Quatsch. Ich bin nicht weit genug, oder? Doch, hat gereicht. Sehr gut. Oh nein, es soll nicht Nacht werden. Das dauert immer so lange, bis es Tag ist. Und dann ist irgendwie für 2 Minuten Tag. Und dann wird schon wieder Nacht. Das ist doch Quark. Komm, komm, sei noch Tag. Gilt noch als Tag, bitte. Trigger nicht, dass jetzt alle weg sind. Die Leute sind alle noch draußen. Gut. Dann sind wir jetzt hier auf Portemonnaie in so einer schönen Dämmerung. Was eigentlich auch nicht schlecht ist. Also ich glaube nicht, dass während wir hier sind, Tag-Nacht-Zyklus sich einfach ändert. Wenn du konversieren willst, dann lass uns doch bitte das über die Theke machen. Ja, dann komm her. Sei gegrüßt, mein Freund, den du Segel abgekauft hast. Endlich konnte ich meinen Stand eröffnen. Doch eigentlich geht es schon wieder bergab mit diesem Stand. Es ist eine Tragödie. Es könnte vielleicht daran liegen, dass ich nur wenige Waren habe. Herrje. Ich meine, einzige habe ich, wenn ich doch nur Waren hätte, die man in der Stadt sonst nirgendwo bekommt. Ja, das wär's. Wirklich seltene Waren, meine ich. Großen Reibach machen, Geld scheffeln. Aber nein, was rede ich da?
Wenn mein Geschäft erstmal so richtig floriert, investiere ich natürlich auch in Fortschritt und das Glück dieser schönen Stadt ist doch klar. Ja, noch nur einen jungen Geschäftspartner hätte. Wolltest du nicht irgendwie eine Dingenstasche? Waren, die er sonst hier nicht hat. Ich guck mal kurz. Nee. Interessiert daran? Nichts passiert, als du das Item hervorholst. Ich wusste es doch, du würdest mich nicht enttäuschen. Mit dir kann man eben wirklich reden, mein Freund. Also, es könnte etwas länger dauern, daher passt bitte gut auf. Mein Stand ist sozusagen ein Krimskrämer, der billig von allerorts seltene Waren bezieht, dies dann zu vernünftigen Preisen weiterverkauft und so Profit macht. Blöd daran ist eigentlich nur, dass ich im Moment wenige bis genau genommen gar keine Waren habe und der Profit daher leider gänzlich ausbleibt. Ganz egal was, aber bitte beschaffe mir neue Waren. Mach dich an die Suche nach fliegenden Händlern und schließe Handelsabkommen mit ihnen ab. Ich bitte dich. Keine Angst, Handelsabkommen mag jetzt ein wenig hochgestochen klingen, aber es ist eigentlich ganz einfach. Du brauchst einfach nur deine Waren gegen neue Waren deines Gegenübers zu tauschen. Denn zwischen fliegenden Händlern ist ein Tausch gleichbedeutend mit einem Vertrag. Nun, und der Klangfülle halber nennt man das dann eben ein Handelsabkommen. Verstehst du, mein Freund? Ein fliegender Händler, mit dem du ein Handelsabkommen geschlossen hast, wird fortan seine Waren mit zu mir liefern. Immer wenn du also erfolgreich einen Tausch abwickelst, erweitert sich mein Sortiment. Großartig, nicht wahr? Konntest du mir soweit folgen? Gänzlich. Wunderbar, dann sind wir jetzt also Geschäftspartner, mein Freund. Ob es dir passt oder nicht, wir gehören zusammen wie Pech und Schwefel. Ich will dir gleich mal etwas überreichen, unsere Partnerschaft zu besiegeln. Das hier ist quasi unser Handelsabkommen. Na dann, fröhliches Tauschen! Du hast eine Stadtblume erhalten, eine kleine Blume, die eine Zierde für jedes Stadtbild ist. Hast du einen Platz gefunden, an die sie sich gut machen würde? Wähle im Item-Menü die Posttasche aus, lege sie auf so und versuche dein Glück. Ah, okay, so ist das also. Damit kannst du dein erstes Tauschgeschäft mit einem fliegenden Händler abschließen. Und für mich bedeutet das ein lukratives Handelsabkommen. Denn sobald du erfolgreich einen Tausch abgewickelt hast, werden mir bereits meine neuen Waren geliefert. Grandios, nicht? Also dann, auf geht's. Irgendwo da draußen warten ein paar fliegende Händler auf dich, mein Freund. Ich setze wirklich große Hoffnungen in dich. Alles klar. Was ist... Ist das nicht irgendwie so, dass man auch hier in diese kleinen Teile da was einsetzen kann? Genau, halt einfach so ein... Einfach so eine Blume, wie sie schon mal... also so eine Stadtpflanze. Hier, ihr seid doch hier diese blöden Rotzbengel. Diese Stadt hier ist unsere Spielwiese. Wir sind die ganz kleinen Strolche. Yippie! Sterbt! Nichts passiert, als du es hervorholst. Ja, und was wollt ihr jetzt so? Schau gefälligst, wo du hinläufst. Haha, sag mal. Du kommst vom Land, oder? Bei den Klamotten, die du trägst? Hey! Nur weil du älter bist, brauchst du dir nicht so toll vorzukommen. Bist du alleine? Hier so ganz alleine? Bist du da nicht einsam? Was machst du hier? Wer bist du denn, Waldschrat? Ich habe dich aber noch nie gesehen. Was wollt ihr denn von mir? Ah, die verfolgen mich jetzt, so? Hier gehen jede Menge Leute vorbei. Obwohl jemand auffällt, was für ein schönes neues Kleid ich trage? Weiß nicht. So. Ich überlege gerade, wo muss ich jetzt nochmal, was wollte ich noch machen? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht so richtig. Okay, das ist der alte Typ hier. Der Vatern. Zum Fotograf wollte ich, genau. Zum Fotograf wollte ich noch. Ich wusste, ich wollte noch irgendwas hier in Portemonnaie machen. Also, hier ist jetzt diese komische kleine Bande von Strolchen in Portemonnaie, die der Lehrerin irgendwie die Hölle heiß machen. Folgen die mich jetzt jedes Mal, wenn ich irgendwie in der Nähe bin? Ja. Sollen sie mich doch verfolgen, das ist mir eigentlich relativ wurscht. So, hier war das Gefängnis. Der da drüben wusste auch nicht so recht, was er machen soll. Dem hier kann ich noch nicht helfen, hier vorne. Ha, 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 ha. Hallo?
nie, ob ich heute wohl noch etwas von meiner Schönheit aus den jungen Jahren in mir habe? Er könnte mir diese Frage sicherlich sofort beantworten. Länger als einen kurzen Klick würde es nicht dauern. Ja, von mir aus, nein. Ich würde gern ein Foto machen, genau. Hier, ob ich, ja, okay, dann werde ich ihm das einfach mal dann vorsetzen. Genau, und dann können wir natürlich noch hier rein. Schleimelixierat. Ich verwende ausschließlich 100% natürliches Schleimglas. Da-da-da-da! Hey, man dankt. Genau, so. Dann können wir... Nee, falsche Tasche. Die Tasche. Kann ich ihm zum Beispiel hier das hier... Hey, guck mal. Das ist doch ein Schleimgelee. Uiuiui, was für eine seltene Farbe. Etwa eine neue Sorte? Ich hole mir meine Gelees ja immer von der Tapseninsel. Da wimmelt es so von Schleim. Aber welche in dieser Farbe habe ich da noch nie gesehen. Wie dir bestimmt schon klar ist, bin ich ein begnadeter Alchemist. Ein aufgedrehter, aufgehender Stern am Elixierbrauerhimmel. Sehe ich etwas Neues, küsst mich gleich die Muse. Ja, ja, ja. Ja! Ja, 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 ja. Sie hat mich geküsst, die Muse, mein Junge. Die Muse, sie hat mich geküsst. Ich werde mit diesem neuen Schleimgelee ein neues Elixier kreieren. Seit 10 Jahren gebe ich mich schon der Elixieralchemie hin und nun also erweitere ich immer einmal. Wieder einmal meinen Horizont. Ein neues Schleimelixier ist geboren. Okay. Ein bisschen davon, ein bisschen hiervon. Ein bisschen schütteln. Und das kommt dann da rein, obwohl es noch zu ist. So, es ist fertig. Ein neues Wundermittel. Aus herrlichem Schleim, bitteschön. Braufrisch ist es und du sollst es haben. Nanu? Oh nein, du hast ja gar keine leere Flasche. Tja, da kann man das Elixier natürlich leider nicht mitgeben. Aber er hat ein neues Elixier. Immerhin das. Okay. Dann kann man das Ganze wahrscheinlich nochmal mit dem Blauen machen. Ein Schleimgelee. Uiui, was für eine seltene Farbe. Ja, okay, das haben wir ja gerade eben schon mal gehabt. Oh, oh, oh. Oh je. Da küsst mich die Muse und schenkt mir eine Eingebung. Und dann hast du nicht genug davon dabei. 15 Stück, alles klar. Alles klar, wir brauchen ein paar mehr blaue Gelees. So, wo ist der Fotograf? Bist du hier drin? Ne, hier unten ist das hier. Ich glaube, ich sollte wieder raus, sehe ich jetzt wieder hier Schadensersatz erbringen muss. So, düp, 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 düp. Da lang war er, glaube ich, nicht. Das ist nur die Taverne da oben. Du bist ein depressiver Vater. Ist das hier Foto? Könnte sein, ja. Ob der Onipostbote schon da war? Bisher nicht, Mario. So, dann werden wir mal die hier voranlegen. So. Na du? Aber das ist ja eine ganz formidable Box, ist das ja, die du da hast. Ich konnte natürlich auch nicht ahnen, dass du auch ein Lichtbildliebhaber bist. Unter Lichtbildliebhabern gibt es keine schlechten Menschen. Du bist in meinem Haus jederzeit willkommen, Freund. Wenn du da bist, kannst du meiner Lichtbildgalerie einen Besuch abstatten. Du wirst restlos begeistert sein, glaub mir. Yep.
Bei Lichtbildern bin ich nun mal ziemlich kleinlich. Mit deinem bisherigen Können kann ich dich noch nicht zu meinem Assistenten machen. Okay. Ist das vielleicht cool? Ja, okay. Guck mal, das bin ich aus der Vergangenheit. Schade. Gucken wir uns mal seine Lichtbildgalerie an. Da wurde uns ja gesagt, die ist auch total toll. Habt ihr gesehen? Da wurde mir gerade ein bisschen schwummrig. Na, dann schauen wir mal. Was suchst du denn so ungefähr an? Hohoho, alles herrliche Aufnahmen, nicht wahr? Aber du brauchst doch nicht so zu erschrecken, Freund. Gräme nicht, dich bitte nicht weiter. Es ist nun mal eine lebendige leidige Berufsangewohnheit, mich unbemerkt an meine Motive heranzuschleichen. Übrigens, die Lichtbilder hier habe ich alle in meinen Jugendjahren... Mann, diese Lichtbilder habe ich alle in meinen Jugendjahren gemacht. Und sie sind mein ganzer Stolz. Als ich nämlich noch jung war, bevor ich das große, weite Meer immer mit einem Finger am Auslöser, damit mir auch ja kein sensationelles Motiv entgeht. Aber überzeuge dich ruhig selbst. Ja, kannst du mir vielleicht beibringen, wie man am besten macht? Soll ich dir verraten, wie du am besten Lichtbilder machst? Du musst dein Motiv aus einer gewissen Entfernung heraus in den Sucher nehmen, sodass du Freiraum in der Gestaltung der Gesamtkomposition hast. Zoomst du zu nahe heran, erkennt man nämlich nichts mehr. Verstehst du? Und das kann ja wohl nicht der Sinn deines guten Lichtbilds sein, oder? Wir haben hier zum einen das hier. Lebensform namens Schleim, jawohl. Da ihr heilsame Kräfte zugesprochen werden, wird sie unter Seemännern als wertvolle Proviant geschätzt. Besonders der blaue Schleim ist nur sehr schwer anzutreffen. Ihn vor den Sucher zu bekommen, ist wahrlich ein... Die Aufnahme wert. Habe ich eine kleine abgelegene Insel im Südosten hier fotografiert. Eine gelungene Aufnahme, nicht wahr? Vor der Tür stand ein stolz aussehender Verwalter, sodass ich ganz hingerissen auf den Auslöser gedrückt habe. Ich frage mich nur, wem dieses Anwesen wohl gehört. Genau davon habe ich die Tür fotografiert. So, dann haben wir das noch. Dann hier meine Heimatinsel. Schöne Präludien. Den habe ich gemacht, als ich noch jung war. Idyllische Fischerdorf. Ist halt die Sache. Kriege ich irgendwas, wenn ich mir die jetzt alle angucke? So. Ich habe erst überlegt, ob ich eins mit so einer... mit dem Dämon mache. Vor langer Zeit habe ich mal ein Schiff... Soll mal ein Schiff gesunken sein, dass ich so auf See war, da erschien es plötzlich aus dem Nichts. Es ist wahr, ich habe es mit meinen eigenen Augen weit in der Ferne gesehen. Völlig durchscheinend und unheilvoll war es. Denn als Geisterschiff befährt es jetzt das Meer. Man erzählt sich, dass es einen Mann gegeben haben soll, der den Kurs des Geisterschiffes beobachtet und davon eine Karte angefertigt hat. Doch kaum hatte er die Feder abgesetzt und die Karte vollendet, soll er auch schon verstorben sein. Für wahr unheimlich. Wie auch immer, mit dieser Karte könnte es einem vielleicht gelingen, ihm in das Innere des Geisterschiffes zu gelangen und den dort schlummernden Schatz zu bergen. Angesucht, der Sucher schon ausfüllt und nichts abgeschnitten ist. Und dann drücke den Auslöser. Okay. Noch mehr Hinweise? Muss vom Scheitel bis zu den Zehenspitzen im Sucher zu sehen sein. Okay. Okay, das willst du also. Können wir uns die Geschichte noch von den beiden anhören. Die verwunschene Bastion. Muss man sich aber fernhalten. Ein Lichtbild. Triangelinseln. Norden, Süden, Osten. Jojo. Na, dann gucke ich mal, dass ich hier vielleicht die eine Dame nochmal komplett fotografiere. Weil die wollte ja unbedingt wissen, was er von ihr hält. So. Da war ich also ein bisschen zu nah dran. So. Madame. Bitte ihr schönstes Sonntagslächeln.
Jawohl, das ist doch ein schönes Bild. Der Emo-Junge. So. Mal gucken, was der Fotograf davon hält. Nee, weiter, die andere Treppe noch hoch. Und da war It's Me, Mario. Dann wirst du den Emo-Jungen jetzt auch nicht wollen. Ah, verdammt. Hätte ja sein können. So, jetzt waren wir beim Lichtbildtypen. Wir waren bei dem Verkäufer. Ich glaube, soweit haben wir alles gemacht. Wir waren sogar im Schleimladen. Was ist hier drin nochmal? Das müsste die Schule sein, ne? Kann ich jetzt was für dich tun? Erzähl mir was. Man sieht es mir vielleicht nicht sofort an, aber ich bin eine Lehrerin. Gut 20 Jahre wird es jetzt schon her sein, dass ich hier in Portemonnaie meine Schule eröffnet habe. Ich bringe den Kindern bei, was wahres Glück ist. Nur eines bedrückt mich. Es gibt da diese freche Viererbande. Die hacken immer irgendwelche Streiche aus und hören nie auf, was ich sage. Ich warte den ganzen lieben langen Tag auf sie, aber sie lassen sich hier einfach nicht blicken. Du wärst nicht zufällig so gut und würdest dir mal ihren Anführer Ivan auf ein Wörtchen zur Brust nehmen? Kannst du das für mich tun? Na klar. Du bist aber ein lieber Junge. Aber sei auf der Hut, er ist nicht so leicht, mit diesen Frechdachsen fertig zu werden. Naja, aber ihr seid ja alle Kinder. Da werdet ihr euch schon irgendwie verstehen. Viel Erfolg. Gut, habe ich das jetzt getriggert, dass ich vielleicht mal ordentlich mit dem reden kann? Dann gucken wir uns noch an, ob wir das irgendwie schaffen. Und dann würde ich die Folge auch gleich wieder beenden. Hey, hier, Ivan. Was willst du? Yippie! Sag mal du da, passt dir vielleicht was nicht? Willst du dich mit uns anlegen? Wir sind mit uns den ganz kleinen Strollchen. Gibst du, du wurdest doch eh nur von dieser aufgetakelten alten, was will ich sagen, Frau Lehrerin Marie geschickt. Uns zu ermahnen, oder? Von wegen, wir sollen nicht mehr in die Schule schwänzen und nicht mehr zu spät kommen? Hahaha, wir sind die ganz kleinen Strollchen, verstehst du? Da werden wir doch nicht auf solch pädagogisches Geschwätz hören. Aber weißt du, wenn du uns zu einem weiteren Wettkampf herausfordern würdest, könnten wir da vielleicht darüber reden. Na, interessiert? Okay, ich fordere dich heraus, aber erst in der nächsten Folge von Let's Play The Legend of Zelda Wind Waker HD. Und ja, ich setze euch jetzt vor diesen Cliffhanger. Dankeschön fürs Zusehen bis dahin und tschüss, bis dann.